Ich habe eine ganz besondere Botschaft für euch heute. Das ist Teil 4 von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich werde nicht aufhören, darüber zu reden, bis ich wirklich fertig bin. Und wenn ich spüre, dass der Heilige Geist sagt, das war genug, dann höre ich erst auf. Aber bis dann, ich werde über dieses Thema predigen. Könnte sein, dass ich über dieses Thema predigen werde, bis Jesus kommt. Ich bin bereit dafür. Aber lesen wir in 2. Korinther Kapitel 13, ab Vers 13. Eigentlich ist es die letzte Stelle in 2. Korinther. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist eine Stelle, die wir oft hören. Es wird immer bei Begräbnissen oder Hochzeiten oder katholischen Messen gesagt. Das ist die Segnung, die ausgesprochen wird öfter am Ende, ja? Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Aber das ist wunderbar zu erkennen, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben dürfen. Gemeinschaft spricht von Partnerschaft, Austausch, dass wir Leben, unser Leben mit jemandem teilen. Und er ist immer für uns da. Er verlässt uns nie, gibt uns niemals auf. Er ist Gott, er ist eine Person. Wir können mit ihm reden, er wird mit uns reden und wir können großartige Dinge mit ihm erleben. Und in der letzten Zeit hat er mit mir gesprochen über, wer er ist und wie er ist. Es ist so wunderbar, ihn neu kennenzulernen und seine Persönlichkeit neu entdecken zu dürfen. Wir sollten eine Beziehung mit ihm haben. Wir wissen, was eine Beziehung ist, oder? Zum Beispiel, ich bin verheiratet, ich habe eine Beziehung mit Judy und wir reden miteinander, wir tun verschiedene Dinge miteinander, wir teilen unser Leben miteinander, oder? Genau. Und so eine Beziehung sollten wir haben auch mit dem Heiligen Geist. Dass wir mit ihm gehen, dass wir seine Gegenwart wahrnehmen, dass wir erkennen, dass er da ist. Und er ist wirklich immer da. Halleluja. Aber oft wird er ignoriert. Es ist so, dass, und ich sage das nicht, weil er beleidigt ist oder sowas, aber er möchte so viel mehr für uns tun. Und manchmal kann er das nicht, weil wir merken nicht, dass er da ist und merken nicht, dass er mit uns redet. Irgendwie ist es einfacher, so ein Gespräch mit dem Vater zu haben, weil wir können uns irgendwie mit deinem Vater identifizieren. Dass wir verstehen, wie diese Beziehung funktionieren sollte mindestens. Und mit Jesus, er ist Mensch geworden, auf der Erde hat er gelebt und wir haben gesehen, wie er herumgegangen ist, mit Menschen dann geredet hat und was er getan hat. Aber der Heilige Geist ist für viele Menschen so geheimnisvoll und sie wissen nicht, wie er ist. Ich glaube, die meisten Christen, und ich rede nicht nur vom Freichristen oder Pfingstler, Charismatiker, aber auch unsere katholischen Geschwister und evangelischen Geschwister, die meisten Christen wissen wirklich nicht, wer er ist. Und sie haben wirklich nicht so eine enge Beziehung mit ihm. Und das will er, weil er möchte uns helfen. Oh, Gott sei Dank für den Heiligen Geist. Halleluja, Gott sei Dank für den Heiligen Geist. In Johannes 14 und Vers 16, Jesus sagte, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Das Wort anderen hier bedeutet einer, der genauso ist wie die Ersten. Dieselben Eigenschaften und Qualitäten. Das bedeutet für uns, dass der Heilige Geist hat dieselben Eigenschaften wie Jesus. So, die Jünger haben mit Jesus geredet, sie haben gesehen, was er getan hat. Das können wir mit dem Heiligen Geist auch erleben. Ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, was sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Lasst uns alle miteinander sagen, ich kenne ihn. Sagt einmal, er bleibt bei uns. Sagt es einmal, er wohnt in mir. Dies sind Wahrheiten, die wir hier in dieser Bibelstelle finden. Und ich weiß, Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt. Und ihr kennt ihn. Die haben den Heiligen Geist kennenlernen können durch den Dienst Jesu. Als Jesus herumgegangen ist, predigte, lehrte, sie hörten eigentlich die Stimme des Heiligen Geistes. Diese Worte sind vom Heiligen Geist gesalbt und inspiriert. Sie haben gesehen, wie Jesus in unterschiedlichen Situationen Weisheit von dem Vater bekommen habe, und um Antwort zu geben von Menschen, die fragten.
Die haben gesehen, wie er die Kranken geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, Wunder gewirkt hat. Und dadurch haben sie sehen können, wie der Heilige Geist ist. Weil alles, was Jesus tat, tat er durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und er tat immer das, was er geführt worden ist zu tun durch den Heiligen Geist. So die haben den Heiligen Geist in dem Sinn kennenlernen durch den Dienst Jesus. Das können wir auch machen. Schau Jesus an, was er getan hat. Das war alles inspiriert und gesalbt vom Heiligen Geist. Und am 13. Juni, als ich mich vorbereitet habe für die Glaubenskonferenz, ich habe schon eine Botschaft vorbereitet gehabt, weil dieses Jahr habe ich ein Wort vom Herrn bekommen, dass 2020 wird ein Jahr der größeren Offenbarung sein. Das erlebe ich so oft. Ich meine, diese Lehre über den Heiligen Geist ist eine von denen. Das hat mein Leben schon revolutioniert. Ein Wort von Gott kann dein Leben für immer verändern. Und als ich mich vorbereitet habe, ich wollte predigen über Jesus Christus, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden. Weil eigentlich unsere Glaubenskonferenz dieses Jahr hat den Titel gehabt, was kein Ohr gehört hat und was kein Auge gesehen hat. Und wir haben das so genannt, weil ich diese Wort vom Herrn bekommen habe. Und es ging um Offenbarungserkenntnis. So ich habe eine Botschaft schon vorbereitet gehabt und ich wollte nur ein bisschen Zeit mit den Herrn verbringen, meine Notizen nochmals anschauen, beten und so weiter und so fort. Und als ich das gemacht habe, schaute ich diese Stelle nochmals an, wo eigentlich Jesus wird als ein Licht zur Offenbarung der Heiden bezeichnet. Und ich möchte das jetzt vorlesen und diese Geschichte ein bisschen erzählen, was mir widerfahren ist. Lukas Kapitel 2, Abvers 25. Siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Sagt es einmal, auf ihm. Der Heilige Geist war auf ihm. Im Alten Testament, unter dem Alten Bund, die Menschen waren nicht von neuem geboren. Sie waren nicht ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist kam auf sie und hat sie gesalbt für unterschiedliche Arbeiten und Zwecke. Und so war das mit Simeon. Der Heilige Geist war auf ihm. Wir haben es besser. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, sagte Paulus, oder? Amen. Und dann in Vers 26, er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Er hat eine Verheißung von dem Heiligen Geist bekommen. Und schau, es gibt viele Verheißungen in der Bibel, in Gottes Wort. Und diese Verheißungen sind auch inspiriert von dem Heiligen Geist. Aber es gibt auch besondere Pläne, die Gott für unser Leben hat. Und er möchte zu uns reden und er möchte uns Verheißungen geben, auch für unser Leben und für unsere Zukunft. Zum Beispiel, nirgendwo in der Bibel steht es, Fred und Judy sollten nach Österreich ziehen. Aber der Heilige Geist sprach das zu uns einmal und ich werde ein bisschen mehr darüber sagen später. Und es ist auch so mit deinem Leben. Gott hat Pläne für deinem Leben. Er möchte zu dir reden. Der Heilige Geist möchte dir auch Versprechungen geben für deine Zukunft. Und Simeon hat eine von denen bekommen. Ziemlich cool, oder? Und dann steht in Vers 27, und er kam auf Antrieb des Heiligen Geistes oder geleitet vom Heiligen Geist in den Tempel. Und er kam in den Tempel gerade zu dem Zeitpunkt, dass Jesus und Maria hineingekommen sind, um Jesus zu den Herrn einzuweihen. Und als sie das gemacht haben, sah er Jesus. Er hat eine Verheißung bekommen, dass er sollte nicht sterben, bis er den Messias gesehen hat. Und jetzt kam er zum richtigen Zeitpunkt, an die richtige Stelle, um die Erfüllung von dieser Verheißung zu erleben. Und das war alles durch die Führung des Heiligen Geistes. Und dann ist diese Stelle dort am Ende, wo ich predigen wollte, dass als Simeon für Jesus betet hat, er sagte, dass er auch in Vers 32 ein Licht zur Offenbarung für die Heiden sein wird und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Aber als ich diese Stelle gelesen habe, war ich so begeistert und so ergriffen von dieser Geschichte. Ein Mann, der nicht einmal von neuem geboren war, hat so eine enge Beziehung mit dem Heiligen Geist gehabt. Der war nicht ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war schon auf ihm, aber er hat nicht denselben Beziehung, die wir haben sollten mit dem Heiligen Geist. Das war noch nicht möglich. Und trotzdem konnte er von dem Heiligen Geist hören, ganz spezifische Anweisungen für sein Leben.
Das hat mich so begeistert. Und dann auf einmal, ich sah, und er hat diese Verheißung bekommen und der Heilige Geist hat dazu gewirkt, damit er zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war, um das auch erleben zu können. Weißt du, der Heilige Geist hat nicht nur Verheißungen für uns. Er möchte uns leiten und führen, damit wir auch zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle kommen, damit er das alles erfüllen kann, was er uns versprochen hat. Oh, Halleluja. Er hat ein Wort für dich. Er hat ein Wort für dein Leben, für deine Familie, für deine Ehe, für deine Arbeit, für deinen Dienst. Amen. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich dachte, wow, der hat so eine enge Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und ich dachte, ja, er hat eine engere Beziehung mit dem Heiligen Geist als die meisten Christen. Und er war nicht einmal von Neuem geboren. Und dann auf einmal bin ich selber überführt worden. Und ich habe begonnen zu denken, wow, ich weiß nicht, ob ich den Heiligen Geist so gut kenne wie er. Und er war nicht von Neuem geboren. Und ich bin in fast einen negativen Gedankenfluss gekommen, wo ich so überführt war. Und ich dachte, wow, der hat so eine enge Beziehung. Und ich weiß nicht, ob ich den Heiligen Geist überhaupt kenne auf diese Art und Weise. Und als ich in diesem Gedankenfluss war, der Heilige Geist hat mich unterbrochen. Und was ich meine, ist, dass auf einmal in meinem Büro, wo ich zu Hause gesessen bin, der Heilige Geist kam und offenbarte seine Gegenwart. Seine Herrlichkeit ist gekommen, ich spürte seine Nähe und er hat begonnen, mit mir zu reden. Und er sagte, Fred, du kennst mich schon, du kennst mich sogar sehr gut. Und was er mir sagte ist, ich bin bei dir die ganze Zeit gewesen, ich habe dich nie verlassen. Und die Dinge, die du von Gott gehört hast, die kamen von mir. Die Dinge, die du erlebt hast als Trost oder Ermutigung, die sind alle von mir gekommen. Wenn du Gottes Gegenwart spürst, das bin ich. Die Ermutigung und alles, was du von Gott gehört hast, das war meine Stimme, die du gehört hast. Und er sagte, ich werde dich nie verlassen und nicht aufgeben. Wenn du weiter mit mir gehst, werde ich dir größere Dinge zeigen, als du je zuvor gesehen hast. Du kennst mich schon, du kennst mich sehr gut. Und dann sagte er, dieser Tag beginnt eine neue Phase unseres gemeinsamen Dienstes. Halleluja! Weißt du, ich habe einen gemeinsamen Dienst mit dem Heiligen Geist. Wir dienen gemeinsam. Wir haben denselben Wunsch, denselben Ziel. Wir möchten Jesus verherrlichen. Wir möchten, dass sein Name bekannt wird überall. Halleluja. Und ich muss sagen, das erlebe ich wirklich. Es ist irgendwie so wie eine neue Dimension von Beziehung mit dem Herrn, die ich erlebe jetzt. Ich kenne seine Stimme. Ich weiß, wie er redet. Habe ihn oft gehört. Viele Christen kennen seine Stimme nicht. Sie sagen, ich weiß nicht, war das nur mich oder war das der Herr? Die kennen seine Stimme nicht. Und ich möchte sagen, diese Worte, die ich von den Herrn bekommen habe, waren nicht nur für mich, sie waren für uns alle. Ich glaube, sie waren für den ganzen Leib Christi, aber wer bin ich? Amen. Es ist so, dass Gott möchte, dass wir eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. Nicht nur, dass der Heilige Geist irgendwie mit uns herumreist, sondern er will, dass wir seine Stimme hören. Er will, dass wir Gemeinschaft erleben, dass er uns tröstet und stärkt und hilft in jedem Lebensbereich. Amen. Sagt es nochmals, ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Er lebt in mir. Er lebt in mir. Wisst ihr, er hat mir auch Verheißungen gegeben. Vor, ich weiß nicht, wahrscheinlich 15 Jahre jetzt. Er hat mir gesagt, deine Kinder werden schneller laufen, größer bauen, mehr erreichen als du. Das erleben wir heute. Wir sehen es mit unseren eigenen Augen. Sie laufen schneller. Ich meine, ich sehe, wenn Josh aufsteht, Low-Price zu machen oder Hannah, die stehen auf ganz natürlich, ganz frei. Ich meine, für mich, das war immer ein bisschen Überwindung. Ich habe lernen müssen, wie das geht. Die sind in dem aufgewachsen und eigentlich, sie können das so viel leichter machen als ich. In der ersten Gottesdienst, die Hannah hat so eine Weissagung gehabt, war so stark. Und ich muss einfach dort stehen und staunen, wenn ich sehe, was Gott macht. Aber dieses Wort war nicht nur für mich, ich weiß. Der Herr hat mir gesagt, das war nicht nur für dich, Fred, das war für allen Menschen, mit denen ich dir verbunden habe. Alle Menschen, die mit uns verbunden sind. Halleluja, das ist für deine Kinder auch. Schneller laufen, größer bauen, mehr erreichen. Und egal, wie das momentan aussieht, vielleicht sieht es nicht momentan so aus. Halleluja, glaube den Herrn, es wird geschehen. Amen. Simeon hat wahrscheinlich eine Zeit warten müssen für die Erfüllung von seiner Verheißung, aber es ist dann tatsächlich zustande gekommen. Ich trage eine andere Verheißung vom Heiligen Geist in meinem Herzen
Und das ist, der Zeit kommt in Österreich, wo Tausende und Zehntausende sich täglich bekehren werden. Ich weiß, dass das geschehen wird. Ich weiß, dass das geschehen wird, weil Gott liebt Österreich und er möchte dieses Land erfüllen, durchdringen mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Halleluja. Hey, das geschieht in Afrika, das geschieht in China, das geschieht in Iran, bitte Gott. Warum sollte das nicht in Österreich geschehen? Amen. Wir kennen ihn. Und es ist so wichtig, weil er möchte Großes in unser Leben tun. In Johannes 14, 26 sagte Jesus, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Sag's mal alles. Alles. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Sag's mal alles. An alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das stimmt wirklich. Er kann uns über alles lehren, weil er weiß alles. Er kann alles. Der kennt keine Grenzen, er kann alles. Und es bedeutet nicht nur geistliche Sachen. Ja, er wird uns in geistliche Wahrheit führen und uns alles lehren über, weißt du, was die Bibel sagt. Das wird es schon machen. Aber auch in deinem Leben, in deinem Beruf, er weiß, wie alles besser gemacht werden kann. Er kennt, weißt du, genau wie du das machen sollst. Er hat Pläne für die Ehe, für die Familie, für deinen Beruf. Und er weiß besser in jedem Lebensbereich, how wir solche Dinge machen können. Amen. Er möchte uns das alles beibringen und er möchte uns an die Dinge erinnern, die Jesus uns gesagt hat, die wir im Wort Gottes gelesen haben, habe ich so oft erlebt. Manchmal Situationen sind gekommen und ich war ein bisschen verzweifelt, ein bisschen verunsichert und dann auf einmal kam die Stimme des Heiligen Geistes und er hat mich erinnert an irgendeine Verheißung, irgendetwas, die Jesus sagte, irgendetwas, die in der Bibel steht, die ich dann anwenden konnte als Gebet oder wo ich im Glauben stehen konnte und ich bin gestärkt. Das möchte er für uns alle tun. Halleluja. Und dann in Johannes 15, Vers 26 steht, wenn der Beistand gekommen ist, den ich von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Amen. Er möchte von Jesus zeugen. Und es ist so wichtig, dass Menschen ihr Herzen aufmachen für sein Reden. Wir brauchen sein Zeugnis von Jesus. Eigentlich, ein Mensch kann Jesus nur kennenlernen durch den Heiligen Geist. Es ist wirklich so. Wenn ein Mensch nicht offen ist für sein Reden, dann werden sie Jesus nie kennen. Es ist eine Tatsache. Menschen, die Jesus ablehnen, sie lehnen eigentlich das Zeugnis des Heiligen Geistes ab. Und ich weiß, weil in 1983, zu diesem Zeitpunkt, war ich Atheist. Ich habe mit Gott nichts am Hut. Ich war so Sex, Drugs und Rock'n'Roll Musiker, das war mein Lebensstil. Ich war total wild. Judy war genauso wild. Okay, vielleicht nicht genauso, aber fast. Und ich weiß, Schatz, ich war für alles schuld. Du hast vollkommen recht. Woo! Ich hoffe, dass mir jetzt gelungen ist, aber ja. Und wollte wirklich mit Gott nichts zu tun haben. Ich habe Christen verspottet und ausgelacht. Und dann zu Weihnachten haben wir Weihnachtslieder gesungen, Judy und ich, 83, und auf einmal klopfte der Heilige Geist mein Herz an und sagte, es gibt etwas Besonderes über Jesus. Und ich wusste, dass das stimmt. Er hat mich gerade dort, wo ich war, er hat mich begegnet und er hat mir das gesagt. Und ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Ich habe sein Zeugnis nicht abgelehnt oder verleugnet. Ich habe mein Herz aufgemacht, habe begonnen, die Bibel zu lesen und ich habe begonnen, Jesus kennenzulernen. Weißt du, wer mir Jesus vorgestellt hat? Und er hat mir Dinge über Jesus gelehrt. Das war der Heilige Geist. Oh, ich kenne ihn seit 83, Leute. Ich habe eine gute Beziehung mit dem Heiligen Geist seit 83. Und ich glaube, dass wir haben alle eine gute Beziehung mit dem Heiligen Geist und wir haben das irgendwie nicht gewusst. Wenn du von neuem geboren bist, du weißt, wie er redet. Der hat dir Jesus schon vorgestellt. Wie hast du Jesus kennengelernt? Durch diese wunderbare, herrliche Person, den Heiligen Geist. Amen. So, du weißt schon einiges und wir wissen schon einiges, aber es ist so wichtig, dass wir lernen, seine Stimme zu hören in die besonderen Bereiche unseres Lebens, wo er dann helfen möchte. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Sag's mal, ganze Wahrheit. Kennst du oder weißt du schon eine Wahrheit? Weißt du schon zwei Wahrheiten? Konntest du mir vielleicht drei Wahrheiten erzählen? Alle diese Wahrheiten, die du weißt, du hast sie von dem Heiligen Geist gehört. Jede Wahrheit, die du weißt, hast du von dem Heiligen Geist gelernt. Du kennst seine Stimme schon besser, als du gedacht hast, oder?
Es ist wirklich so. Wir haben so oft von ihm gehört, aber wir dachten, na, das war der Vater im Himmel oder das war Jesus. Und versteht mich nicht falsch. Der Vater, weißt du, er redet und Jesus redet. Aber wenn wir von dem Vater hören, hören wir von dem Heiligen Geist. Hören wir seine Stimme durch den Heiligen Geist. Wenn wir von Jesus hören, weißt du, Jesus spricht zu uns durch den Heiligen Geist. Ihr wisst, der Vater ist im Himmel, oder? Jesus hat uns zum Beten gelernt, unser Vater, der in den Himmel, Vater unser im Himmel, oder, Entschuldigung, Vater unser im Himmel, wo ist der Vater? Der ist im Himmel. Und Jesus, Judy hat es gelesen, er ist gestorben und auferstanden, jetzt er sitzt zum Rechten des Vaters. Wo ist Jesus? Im Himmel, er sitzt zum Rechten des Vaters. Und ich weiß, Vater, Sohn, die sind Gott, die sind allgegenwärtig, das weiß ich. Aber weißt du, die haben eine Aufgabe im Himmel momentan. Und es ist der Heilige Geist, der hier auf Erden ist, gesandt vom Vater und vom Sohn, um uns zu helfen, um uns zu stärken, um uns zu unterstützen. Amen. Und er ist da. Und wenn wir von dem Vater hören, die Stimme, die du gehört hast, das war der Heilige Geist. Wenn du Halleluja von Jesus gehört hast, das war Jesus seine Stimme. Amen. Aber so viele Leute, die sind blind zu geistlichen Realitäten. Und viele Leute ignorieren den Heiligen Geist völlig. Und sie lehnen sein Zeugnis ab. Er möchte sie leiten und führen, aber sie weigern sich zu hören. Und das ist sehr gefährlich. Wenn wir das Zeugnis des Heiligen Geistes ablehnen, dann führt das immer zu Problemen. Für einen Mensch, der verloren ist, das führt eigentlich zu einer hoffnungslosen Trennung in alle Ewigkeit von Gott, weil sie seine Stimme ablehnen. Aber für uns als Christen, wenn wir seine Stimme nicht hören und wenn wir seine Stimme nicht gehorchen, es könnte sein, dass wir die Hälfte unseres Lebens verpassen konnten und große Dinge, die er für uns vorbereitet hat, wirklich verpassen. Als Jesus hier auf Erden war, ging er herum und er predigte, lehrte, wunderbare Dinge, heilt die Kranken, trieb Dämonen aus und so weiter und so fort. Das tat er alles durch den Heiligen Geist. Normalerweise predigte er über das Reich Gottes und dann heilte er die Kranken, trieb Dämonen aus. Und das war so, dass er hat eine Botschaft verkündigt und dann er hat es demonstriert. Und diese Demonstrationen tat er durch den Heiligen Geist. Aber eines Tages, die Pharisäer, die haben es satt mit Jesus gehabt und dann haben sie gesagt, der treibt Dämonen aus nur durch Beelzebul. Beelzebul, das ist eigentlich der Teufel, Herr der Fliegen. Und die haben gemeint, dass was Jesus tat, war nicht der Heilige Geist, sondern der Teufel. Und das ist ganz gefährlich. Jesus sagt dir ganz klar in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich aber die Dämonen austreibe durch den Geist Gottes, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das war ein Ausdruck des Reiches Gottes. Und Jesus trieb Dämonen aus durch den Heiligen Geist. Sie haben den Heiligen Geist als der Teufel bezeichnet. Sie lehnten sein Zeugnis über Jesus ab. Und dann Jesus sagte in Markus 3, Vers 28, ich versichere euch, und weißt du, das haben sie auch nicht nur gemacht, sie haben auch versucht, anderen Menschen von Jesus abzubringen. Folge ihm nach, der ist ein falscher Prophet, falscher Lehrer. Weißt du, das haben sie gemacht. Ganz gefährlich ist das. Markus 3, Vers 28, Jesus sagte, ich versichere euch, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden. Sag mal, jede Sünde. Jede Sünde kann vergeben werden. Und auch jede Gotteslästerung. Und ich meine, es gibt viele Gotteslästerungen heute. In Hollywood, Jesus Christus ist jetzt die Lieblingsflugwort. Fast jeder Kinofilm, der herauskommt, sein wunderbarer Name wird nicht geehrt, sondern sein Name wird als ein Flugwort verwendet. Es ist unglaublich. Jede Fernsehsendung, weißt du, statt irgendein anderes Flugwort zu sagen, sie sagen Jesus Christus. Aber wisst ihr, das kann schon vergeben werden. Aber bitte lesen wir weiter. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden, sondern ist ewige Sünde schuldig, denn sie hatten gesagt, er hatte einen unreinen Geist. Als sie das gesagt haben, haben sie das Zeugnis des Heiligen Geistes abgelehnt. Sie haben gesagt, na, das glaube ich nicht, dass das war der Heilige Geist, das war der Teufel. Und es ist nur durch den Heiligen Geist, dass ein Mensch wirklich erkennen kann, wer Jesus ist. Er wollte sie beibringen. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Retter.
Aber sie lehnten dieses Zeugnis des Geistes ab und konnten dann Jesus nicht kennen. Und wie ich sagte, das ist ganz gefährlich. Ohne Jesus kommt niemand in den Himmel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch ihn allein. Und Jesus hat gesagt, alle anderen Sünden können vergeben werden. Warum ist das? Jesus hat bezahlt für alle Sünden. Niemand wird von Gott in die Verlorenheit, in die ewige Verlorenheit gehen, wegen Mord oder Ehebruch oder Lügen oder Rauchen oder irgendetwas. Niemand wird ewig verloren gehen wegen dieser Sachen. Es gibt nur eine einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und das ist, es steht hier, Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und eigentlich, was das bedeutet, ist, sein Zeugnis abzulehnen. Er spricht zu uns, er versucht unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wir sagen, nein, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Und diese Sünde kann nicht vergeben werden, weil die Vergebung der Sünde empfangen wir durch Jesus. Und wenn ein Mensch Jesus nicht annimmt, es ist egal, wie brav sie waren, egal, was sie im Leben getan haben, die haben keine Hoffnung. Und Jesus hat es auch irgendwie so klar gesagt in Johannes Kapitel 16 und Vers 8. Wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Bitte merke, die einzige Sünde, die der Heilige Geist, weißt du, Menschen überführen wird, oder von dem der Heilige Geist Menschen überführen wird, ist, dass sie nicht an Jesus glauben. Weil alle anderen Sünden können vergeben werden, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Aber diese Sünde, für den gibt es keine Vergebung. Die müssen glauben, dass Jesus gekommen ist. Und viele Leute, ich sage dir, die haben jetzt so eine falsche Hoffnung. Sie haben einen Taufschein, sind Mitglieder irgendeiner Kirche, zahlen ihre Kirchensteuer, waren in die Religionsunterricht oder irgendetwas. Und sie meinen, ja, das passt, das genügt, ich komme vielleicht, ich bin kein schlechter Mensch. Die Tatsache ist, wenn sie nicht glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn sie nicht mit dem Mund bekennen, Jesus, du bist mein Herr, und auch leben in einer Beziehung, wo er der Herr ist, dann kommen sie nicht in den Himmel. Und das ist die Sünde, von der der Heilige Geist Menschen überführen wird. Und dann steht, er wird sie auch überführen von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, weil sie nicht, weil Jesus in den Himmel gegangen ist, zum Vater gegangen ist und ihr mich nicht mehr seht. Als Jesus hier auf Erde war, haben alle Menschen Gerechtigkeit vor ihren Augen sehen können. Jesus hat nie gesündigt. Das ist Gerechtigkeit. Jesus hat alles immer nach dem Willen des Vaters gemacht. Das ist Gerechtigkeit. Und die Pharisäer, die haben gedacht, sie waren ziemlich gut, oder? Die waren die Frommen, die waren die Gottesfürchtigen. Und als sie Jesus gesehen haben, waren sie so überführt, dass sie wollten ihn umbringen. Weil sie wussten, weißt du, er hat uns übertroffen in jedem Bereich. Die waren überführt von Gerechtigkeit. Sie wussten, unsere Gerechtigkeit ist nichts im Vergleich mit seiner. Aber Jesus ist in den Himmel jetzt aufgefahren und wir sehen Jesus nicht mehr. Aber der Heilige Geist ist da und er möchte Menschen überführen von Gerechtigkeit. Das brauchen wir in Österreich. Es gibt so viele Menschen, die meinen, ja, ich bin ein guter Mensch, ganz tüchtig, guter Familienvater, weißt du, brav in der Arbeit oder dies und jenes. Das bringt niemanden in den Himmel. Wenn ein Mensch nur einmal gesündigt hat, haben sie alle Gebote Gottes schon gebrochen. Gerechtigkeit im Augen Gottes ist Vollkommenheit. Und das kann niemand selber bewirken. Menschliche Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit, das alles zählt für nichts. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, er reinigt dich mit seinem Blut und er macht dich ganz neu und er schafft dich jetzt als ein gerechter Mensch, du bist eine neue Schöpfung. Die Gerechtigkeit, die wir brauchen, können wir nur als Geschenk empfangen von Gott durch Jesus Christus. Und er möchte Menschen davon überführen. Die brauchen das. Und dann, er wird sie auch überführen von Gericht. Und ich möchte sagen, viele Leute leben, als wenn dieses Leben kein Ende hat. Aber am Ende von unserem Leben, jeder Mensch wird vor Gott stehen. Wir, die an Jesus Christus glauben, wir werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. In erster Linie soll es ein Tag der Belohnungen sein. Aber alle anderen, die nicht glaubten an Jesus Christus, sie werden auferstehen und vor dem großen, weißen Thron Gottes stehen. Und die Bücher werden aufgemacht. Und dann wir werden sehen, ob diese menschliche Gerechtigkeit ausreichend war. Es ist es nicht. Und deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist und wir müssen zusammenarbeiten mit ihm. Wie wird er Menschen überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht?
durch dich und durch mich. Durch unser Leben, durch unser Dienst, durch die Worte, die wir sprechen. Und das bedeutet nicht, dass wir müssen Menschen, versuchen, Menschen zu überführen. Ich habe eine Geschichte gelesen einmal von Smith Wigglesworth. Er saß in einem Zug, ja, unterwegs irgendwo, und es gegenüber von ihm saß ein anglikanischer Pfarrer. Smith Wigglesworth hat gar nichts gesagt. Er las nur in seiner Bibel. Und als er in seiner Bibel gelesen hat, der Pfarrer gegenüber von ihm hat begonnen zu zittern. Und auf einmal, er sprang auf, du überführst mich von Sünde. Nur wegen der Salbung des Geistes auf seinem Leben. Die Kraft Gottes, in dem er gelebt hat. Oh, Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir in eine enge, schöne Beziehung mit ihm leben. Amen. In 1. Korinther 2, 12 und Vers 4, es steht, niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Und das bedeutet nicht, dass niemand kann das sagen, so wie ein Papagei. Jesus ist Herr. Ja, natürlich können Menschen das irgendwie jetzt plappern. Aber niemand kann das sagen mit Offenbarung in dem Herzen, dass ich weiß, wer Jesus ist und dass Jesus in Wirklichkeit mein Herr ist. Niemand kann das sagen, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Und deswegen hat Jesus gesagt, das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und alle Menschen sind geboren mit einem Hunger nach Wahrheit in ihrem Herzen. Alle Menschen. Deswegen, wenn du redest mit kleinen Kindern, habt ihr gemerkt, die sind so offen. Und du kannst mit kleinen Kindern über Gott reden und sie sind bereit, weißt du, zu glauben, das anzunehmen. Und das ist schön, das ist nicht nur irgendwie so Leichtsinnigkeit. Ein offenes Herzen Gott gegenüber ist etwas, die wir unser ganzes Leben lang haben sollen. Amen? Aber dann Menschen wachsen auf und weißt du, die erleben alle verschiedene Sachen. Der eine wird bitter, der andere wird irgendwie jetzt überwältigt von seinen Zielen und er jagt nur das Geld nach. Der andere wird durch verschiedene Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten irgendwie überwältigt und sie kommen von dieser Hunger ab. Es steht in Prediger 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das war schon da, aber sie haben irgendwie diese Stimme abgestumpft. Sie interessieren sich nicht mehr dafür. Und wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes, um durchzubrechen. Und ich möchte das sagen jetzt hier im Internet. Ganz besonders, weil als ich mich vorbereitet habe für diese Botschaft, der Herr hat mir gesagt, es gibt einen Mann, der diese Sendung jetzt anschaut per Internet. Und du wolltest als Kind Priester werden. Das war ein Traum, den du hattest. Aber irgendetwas ist geschehen in deinem Leben. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Du bist von dem abgekommen. Und jetzt bist du selber ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber du bist so innerlich unzufrieden, innerlich so leer. Und der Herr spricht zu dir, komme zu Jesus. Jesus ist der, der die Erfüllung deines Lebens schenken kann. Er hat einen Plan für dich und er hat seine Pläne für dein Leben nicht geändert. Komme jetzt zu Jesus. Und weißt du, er hat mir auch gesagt, es gibt eine Frau. Du wolltest auch den Herrn dienen. Aber du bist in ein unmoralisches Leben gekommen und jetzt fühlst du dich so unrein. Du lebst unter so einer großen Verdammnis. Und der Herr sagt, mach dein Herz wieder auf. Als Kind, du hast ein Hunger gehabt nach Gott. Mach dein Herz wieder auf. Der Herr möchte dich reinigen und heiligen. Und er möchte dich gebrauchen, um vielen Menschen für Jesus zu gewinnen. Komme zu Jesus. Amen. Es ist so traurig, dass Menschen das Zeugnis des Heiligen Geistes ablehnen. Sie lehnen geistliche Wahrheiten ab. Und wenn sie den Herz nicht aufmachen, werden sie alles verpassen, was er für sie vorbereitet hat. Aber das ist auch so mit Christen. Weißt du, wenn wir nicht in Beziehung mit ihm leben, es könnte sein, dass wir unterwegs sind und wir sind so abgelenkt, dass wir verpassen Dinge, die er für uns vorbereitet hat. Sag das nochmals mit ihm, mit mir. Ich kenne ihn. Er lebt in mir. Okay, Johannes 16, Vers 7. Ich sage euch die Wahrheit, sind die Worte Jesu, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Die Beziehung, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, ist ein Bild für uns, über wie unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist sein sollte. Außer, dass für uns sollte es besser sein. Amen. Weißt du, Jesus war nicht 24-7 bei seinen Jüngern. Wir kennen einige Geschichten. Die Jünger, sie waren in einem Boot und das Wind hat sie widerstanden und die waren schon eine Zeit aus, weißt du, dort und konnten nicht weiterkommen. Und dann auf einmal ging Jesus zu ihnen auf das Wasser. Aber der Heilige Geist
ist mit uns 24/7. Wenn wir Hilfe brauchen, müssen wir nicht warten, bis er auf die Wellen zu uns kommt. Halleluja, er ist immer da. Wir können immer unsere Blick auf ihn werfen und er wird da für uns sein. Halleluja. So unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist sollte besser sein als die Beziehung, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Ich meine, das war ziemlich cool, oder? Was sie mit Jesus erlebt haben. Sie hörte seine Stimme, er lehrte sie, er hat sie geführt, er hat sie auch versorgt. Habt ihr das gewusst? Er hat sie versorgt. Weißt du, der Heilige Geist möchte dir versorgen. Wirst du ihn bitte zulassen, dir zu versorgen? Der hat viel, viel mehr Ressourcen, als du hast. Er kann das viel besser machen. Und Jesus hat seine Jünger dann auch trainiert und gezeigt, wie sie die Kranken heilen konnten, wie sie Dämonen austreiben konnten. Und weißt du, er hat sie so ausgebildet, dass sie sind Menschen geworden, die Welt verändert haben. Gott möchte dich gebrauchen, um die Welt zu verändern. Der Heilige Geist möchte eine Beziehung mit dir haben, wo er dich irgendwie ausbilden kann, trainieren kann. In jedem Lebensbereich, in deinem Beruf, in deinem Dienst, egal wo du eingesetzt bist, er möchte dir zeigen, wie das am besten funktioniert. Und das kann er, Halleluja. Er möchte uns gebrauchen, um die Welt zu verändern, genau wie damals er die Jünger Jesu verwendet hat. Amen. Noch ein kleiner Zeit und dann werden wir aufhören. Johannes Kapitel 6, Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen oder tragen, sagt Jesus. Seine Jünger waren nicht von neuem geboren und wir wissen oft, hat Jesus gepredigt und gelehrt und die Jünger haben es nicht verstanden. Zum Beispiel an den Abend, bevor Jesus dann festgenommen oder den Abend, wo er festgenommen worden ist, Jesus lehrte seine Jünger und er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, ich gehe dorthin, ich werde euch eine Stätte bereiten. Und er sagt, und den Weg kennt ihr. Und dann auf einmal einer von den Jüngern sagt, den Weg kennen wir nicht. Wie sollten wir dorthin kommen können? Ich kann mich an diese eine Stelle erinnern, wo Jesus sagte zu seinen Jüngern, wie lang muss ich euch ertragen? Wie lang muss ich mit euch sein? Weil sie haben die Dinge nicht verstehen können. Die waren aber nicht von neuem geboren, so das ist klar. Aber ich möchte sagen, nachdem du von neuem geboren bist, das heißt nicht, dass das war das Letzte, was der Heilige Geist in deinem Leben sagen möchte. Es gibt immer noch viele Dinge, die er uns sagen möchte. Und er macht es einen Schritt nach dem anderen. Es gibt bestimmte Dinge, die wir in diesem Moment wahrscheinlich nicht tragen können. Bestimmte Dinge, und wir würden sagen, auf keinen Fall, das kann ich nicht machen. Das ist zu groß, das ist zu hoch. Ich schaffe das nicht. Ich weiß, bei Evan Hedenberg und Peter, das geschieht niemals. Aber weißt du, bei anderen vielleicht, das ist zu hoch, das kann ich nicht machen. Und deswegen, er leitet uns einen Schritt nach dem anderen. Zuerst, als er Paulus begegnet ist, als er unterwegs war nach Damaskus, er sagte, geh in die Stadt und dann wird es dir gesagt, was du machen solltest. Und so ist es, einem Schritt nach dem anderen, er möchte uns leiten und führen. Und in dieser Stelle, in Vers 13, am Ende steht, das Kommende wird er euch verkünden. Er wird dir Dinge zeigen, die Gott für dich vorbereitet hat in die Zukunft. Amen. Und Gott kann uns nicht alles sagen auf einmal. Wir sind nicht in der Lage, das aufzunehmen. Aber wir wachsen in den Herrn und auf einmal können wir mehr annehmen. Jetzt gehe ich mit den Herrn 36 Jahre. Ich kann ein bisschen mehr hören, als ich vor 36 Jahren gehört habe. Ich weiß ein bisschen mehr als damals. Und er wird Wahrheiten offenbaren, die uns frei machen. Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Er möchte uns frei machen in jedem Lebensbereich. Und wie ist es, dass er das tut? Er offenbart das Wort und das Wort macht uns frei. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Er offenbart das Wort, er offenbart die Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Wir haben Durchbrüche. In dieser Predigtserie habe ich schon über mehrere solche Erfahrungen gesprochen. Aber ich möchte jetzt reden über, wie er uns leitet und führt, einem Schritt nach dem anderen. Ich wüsste eigentlich, ich glaube von dem Tag, dass ich von neuem geboren bin, dass der Herr mich berufen hat zu predigen. Ich wüsste irgendwie. Irgendwie wollte ich das machen. Ich wollte allen Menschen erzählen von Jesus. Aber ich war nicht vorbereitet dafür. Ich konnte schon Menschen erzählen, was ich erlebt habe und das habe ich schon getan. Ich habe viele Leute geärgert und ich habe einige Leute geholfen. Aber ja, ich habe allen erzählt. Und dann
dann bin ich mit den Herren gegangen. Ich war in den Casinos und Spielen und wir haben Traktaten verteilt. Leute sind zum Herrn gekommen, Heilungen sind geschehen. Und auf einmal, ich merkte, das ist nicht, was er für mich hat. Musik zu spielen in den Casinos. Die Leute kommen sowieso nicht, um die Musik zu hören. Und ich wusste in meinem Herzen, wie habe ich das gewusst? Das war ihm, das war der Heilige Geist. Und ich habe dann den Bären gesagt, hey, ich muss jetzt aufhören. Die waren ganz traurig, ja, so ein großer, na, bitte. und dann, weißt du, habe ich die nächsten paar Jahre gearbeitet als Maler und ich dachte, ich werde ein Geschäft bauen. Ich habe so viele Ideen gehabt, das werde ich machen und ich werde andere Dinge machen. Und ich habe ein Geschäft begonnen und es hat nicht funktioniert. Ich war nicht geführt, um das zu machen. Ich habe das gemacht, weil ich dachte, ja, jetzt kann ich das machen und ich werde Geld verdienen und niemand wird uns unterstützen müssen. Wir werden das selber machen, Schatz. Wir machen das gemeinsam und wir werden mehr Zeit haben, um den Herrn zu dienen, mehr Geld haben, um den Herrn zu dienen. Nach 2 Jahren habe ich weniger Geld, als ich je hatte und weniger Zeit, als ich je hatte. Weißt du, wir müssen seine Pläne finden. Und er hat mir gesagt, dass ich in die Bibelschule gehen sollte. Ich wollte das nicht machen. Aber er kann sehr überzeugend sein. Eines Tages lasen wir in die Bibel, in Haggai Kapitel 1. Und der Herr sagte, hey, du hast viel gesät und wenig geerntet, oder? Und das, was du verdient hast und zu Hause gebracht hast, war in einen löchrigen Beutel. Und das, was übrig geblieben ist, ich habe das weggeblasen, oder? Und er hat begonnen, mit mir zu reden. Sehr überzeugend. Und dann steht, geh hinauf in die Berge, bring Holz und bau mein Haus. Und ich wusste, dass diese Schriftstelle bedeutet, Fred, geh in die Bibelschule, bereite dich vor, damit du mir dienen kannst. Ich weiß, es steht etwas ganz anderes dort. Aber diese Stelle bedeutet wortwörtlich, Fred, geh in die Bibelschule, bereite dich vor deinen Dienst. Mindestens, das ist genau wie der Heilige Geist, das mir geoffenbart hat. Wer war das, der zu mir gesprochen hat? Das war der Heilige Geist. Und dann, wir sind in die Bibelschule gegangen. Es war total unmöglich, das zu machen. Wir haben kein Geld, wir haben Schuld. Wir waren verheiratet, wir haben ein Kind. Wir kannten wirklich niemanden in Tulsa. Wir haben keine Wohnung da, wir haben keine Arbeit da. Kein Geld, nur Schuld. Wie sollen wir es machen? Wir haben die Entscheidung getroffen und wir haben immer alles gehabt, was wir brauchten, um das zu machen. Einen Schritt nach dem anderen. Nach der Bibelschule waren wir in Tulsa einige Jahre und nach einer Zeit lang habe ich das so satt gehabt mit Tulsa, Oklahoma. Es ist eine schöne Stadt, viele Christen da, aber für mich war das so langweilig. Ich lebe nicht nur, um Christen zu unterhalten. Weißt du, ich möchte dorthin gehen, wo das gefährlich ist, so wie in Österreich. Wo 99% von den Leuten meinen, dass wenn du redest von Jesus, dass du einen Vogel hast. Weißt du, ein ganz gefährliches Land. Und weißt du, wir waren in Tulsa und ich habe alles getan. Ich war in die Gefängnisse, Straßenmission. In der Gemeinde haben wir gedient. Wir haben gepredigt in Gemeinden. Wir waren überall tätig. Wir waren so beschäftigt. Ich predigte 100 Mal in 92. Ich predigte 120 Mal in 93. Wir waren beschäftigt für den Herrn, aber ich war so innerlich unzufrieden. Ich wusste, der Herr hat mich erschaffen für was anderes, für was Großes. Wann wird das endlich kommen? Und dann im Jänner 94, wir waren in der Gemeinde, Rhema Bible Church. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen frustriert, weil für mich das war alles jetzt zu langweilig. Ich bin nicht da, um nur zu sitzen. Ich muss dienen, ich muss was machen. Herr, was hast du vor mit uns? Und als ich dort gesessen bin, habe ich nicht auf der Prediger zugehört. Ich war ein schlechter Gottesdienstbesucher. Ihr seid alle ganz brav, danke schön. Und auf einmal, der Heilige Geist sprach zu mir. Hast du eine Stimme gehört? Das war nicht eine Stimme, die man mit diesen Ohren hören kann. Aber in meinem Herzen sprach der Heilige Geist und er sagte, vergesse nicht die Vision, die ich dir gegeben habe. Du wirst bald Tulsa, Oklahoma verlassen. Du wirst bald übersiedeln. Bereite dich vor. Als ich das gehört habe, war ich so begeistert. Juhu, wir dürfen weiterziehen. Und ich habe Judy das gesagt. Und ich sagte, Schatzi, der Heilige Geist hat mir gesagt, wir werden bald übersiedeln. Und sie sagte, wo? Und ich sagte, ich habe keine Ahnung. Er hat gesagt, bereite dich vor. Und so, wir haben tatsächlich begonnen, uns vorzubereiten. Und wir schauten, was gibt es für Möglichkeiten? Und es gab Möglichkeiten, aber jedes Mal, als diese Möglichkeiten gekommen sind, in meinem Herzen, ich wusste,
Na, weißt du, wenn ich das so formulieren kann, bitte, du solltest nicht Böses über mich denken, aber ich sage, wie das wirklich war. Ich habe eine Gelegenheit bekommen, Evangelist für 14 Gemeinden zu sein. Sie hätten mir ein Büro gegeben, ein Vollzeitgehalt. Auch Auto und das alles und Büro. Ich meine, die haben, und als sie mir das gesagt haben, ich dachte, na, das ist zu klein. Wirklich, es fühlte sich zu klein für mich. Es war nicht richtig, das passte mir nicht wirklich zu irgendwie. Und dann haben wir die Gelegenheit bekommen, als Pastoralassistent zu dienen in einer Gemeinde von einem Mann Gottes, der überall auf der Welt gekannt ist. Und weißt du, all die großen Prediger kommen zu seine Gemeinde oder die kennen ihn und die sind, er hat einen riesigen Fernseher, nicht einen riesigen Fernseher, sondern Radiodienst. Und alle die bekannten Prediger, und das wäre cool, alle diese großartigen Prediger kennenzulernen. Aber als dieses Angebot kam, und das wäre wieder Vollzeitgehalt, die hätten uns wahrscheinlich auch ein Haus gekauft. Aber es passt nicht. Irgendwie ist es nicht richtig. Und dann auf einmal, so in Februar 94, kam ein Anruf. Mitten in der Nacht, 4 Uhr in der Früh. Und ich wusste, das muss für Judy sein. So Judy ist zum Telefon gegangen. Danke, Schatz. Und dann sie sagte, es ist Max Dahm für dich. Ich habe sowieso aufstehen müssen. Und als ich Max Dahm, seine Stimme gehört habe, sein guter Freund von mir, der ist Missionar in Bukarest, als ich seine Stimme hörte, bevor ich etwas gesagt habe, wirklich, ich wusste, das ist es. Das ist genau, was der Herr meinte. Es ist genau, was er meinte, als er sagte, bereite dich vor. Und er war zu diesem Zeitpunkt in Österreich auf Besuch bei jemandem, sagte, es gibt einen, der einen Hauskreis hat, möchte die Gemeinde gründen und Bibelschule beginnen und sucht jemanden, der helfen kann. Und als er das gesagt hat, ich wusste, das ist es. Und pass auf, wir waren wieder dort. Wir haben kein Geld gehabt. Ich habe keinen Reisepass gehabt. Konnte kein Deutsch, nicht ein Wort, wirklich. Ich dachte, Gesundheit bedeutet God bless you. Weil Leute sagen es, wenn du niest. Und in Amerika, wenn jemand niest, wir sagen God bless you. Wir haben keine Ahnung gehabt. Wir haben keine Möglichkeit. Wir kannten wirklich niemanden da. Aber innerhalb von 2 Monaten haben wir alles gehabt, was wir brauchten, um nach Österreich zu kommen. Ich bin gekommen im April für eine kurze Zeit. Und dann im Juni sind wir als Familie hier gekommen. Weißt du, ich hätte das irgendwie ablehnen können. Hätte sagen können, das ist aber unmöglich. Wie sollten wir das machen? Wir kennen kein Deutsch, wir haben kein Geld. Wie soll das funktionieren? Und doch sind wir 24. Juni mit 8 Schachteln, Judy und ich mit 2 Kindern und einer Gitarre hier gekommen. Und das ist nur unsere Geschichte, aber ich möchte sagen, seitdem wir hier sind, war total unmöglich, das wirklich in unserer eigenen Kraft zu machen. Aber ich weiß, mindestens 30 Gemeinden sind aus dieser Gemeinde entstanden. Und versteht mich nicht falsch, einige haben wir absichtlich gegründet, viele andere unabsichtlich. Und dann haben wir auch Bibelschule, ja, in 4 Standorte und jetzt nächsten Monaten 5. 150, 170 Studenten, ich weiß nicht, wie viele Studenten, 160 momentan und dann in Salzburg. Die bilden sich aus, um den Herrn zu dienen im Reich Gottes. Als ich gepredigt habe gestern in Christus der Heiler, ich habe begonnen, Zeugnisse zu erzählen über Menschen, die geheilt worden sind, seit wir in Österreich sind. Ich dachte, ich konnte den ganzen Tag über Zeugnisse reden. Hunderte Leute sind geheilt worden hier in dieser Gemeinde und in anderen, wo wir gepredigt haben. Halleluja. Tausende Menschen haben ihr Leben Jesus Christus gegeben. Und eine gute Zahl von denen, sie leben für den Herrn immer noch. Und weißt du, ich möchte sagen, wir waren die unwahrscheinlichsten Menschen auf Erden, die Gott für so eine Aufgabe aussuchen konnte. Wenn du die Stimme des Geistes hörst, sag ja. Er macht es möglich. Und er hat Größeres für uns alle. Halleluja. Weißt du, wir müssen beginnen, größer zu denken.
Liebe Leute, ich bin so dankbar für alles, was wir jetzt machen. Und wir machen schon einiges. Und es geschieht schon einiges. Aber das ist nicht schnell genug. Das geht zu langsam. Es gibt so viele Menschen, die Jesus brauchen. So viele Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir Österreich erfüllen möchten mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit, dann müssen wir schneller laufen. Müssen wir ein bisschen mehr unternehmen. Und weißt du, das geht nicht, dass nur ein paar sagen Ja zu den Herrn. Er möchte auch einige von euch als Pastoren einsetzen. Er möchte einige von euch als Gemeindegründer einsetzen. Er möchte einige von euch als Bibelschüler, Evangelisten überall einsetzen. Das will er. Aber das kann ich nicht. Ja, das weiß ich. Das kann ich auch nicht. Kann ich nicht. Es erstaunt mich immer noch, dass Menschen kommen überhaupt. Ich habe gestern während der Predigt so ein WhatsApp von jemandem bekommen über, weißt du, Deutschlektion oder irgendetwas. Ich habe es noch nicht angeschaut, aber ja, das konnte ich schon brauchen. Weißt du, Gott gebraucht uns nicht, weil wir so super sind. Er gebraucht uns, weil er hat jemanden gesandt, um uns zu helfen. Einer, der alles kann. Amen. Er kann alles. Er ist ein guter Versorger. Er führt uns und leitet uns und er hat gute Pläne. Oh, Halleluja. O shike pa hungo te masimbiatala. Heso recupre. Men engine ne cupora sapati elehecotandia. Resta pali eco shoro sora mahagatieras. Und ich höre, wie der Herr sagt, du hast die Hoffnung verworfen. Hast gut angefangen. Hast einen guten Anfang gemacht. Hast Großes erlebt. Es gab so eine Freude, so eine Hoffnung für die Zukunft. Alles schaute so hell aus. Ein Zukunft erfüllt mit Verheißungen. Und dann ein Schicksalsschlag nach dem anderen ist dir auf dir gefallen. Und jetzt hast du die Hoffnung verworfen. Und der Herr sagt zu dir, ich habe dich nicht verworfen. Ich habe auch meine Pläne für dein Leben nicht verworfen. Und wenn du Ja sagst, ist es möglich, immer noch alles erfüllen zu können, was ich dir gezeigt habe. Du sagst, aber ich habe so viel Zeit vergeudet. Ich habe die Gelegenheiten verpasst. Diese Fenster oder Tür der Gelegenheit ist jetzt zu. Und der Herr sagt, wer meinst du, der ist, der Fenster und Türen aufmacht? Das, was jetzt geschlossen scheint, für dich als geschlossen scheint, kann ich leicht wieder aufmachen und eröffnen. Aber die Hoffnung musst du zurück zu dir nehmen. Die Hoffnung spricht von deiner Zukunft. Habe ich dir nicht gesagt, ich werde dir das Kommende zeigen? Ich habe dir das Kommende gezeigt. Du hast gedacht, es hätte sofort geschehen sollen. Nein, mein Kind, es war das Kommende. Und das Kommende kann immer noch kommen. Mach dein Herz wieder auf. Vertraue mir, spricht der Herr. Und du wirst staunen. Du wirst sehen, dass die Verheißung, die ich dir gegeben habe, in Erfüllung geht. Du wirst meine Stimme hören und ich werde dich leiten und führen, gerade dort zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle, wo diese Tür aufgeht und die Dinge in Erfüllung gehen, zu dem ich dir berufen habe. Steh wieder auf innerlich. Bis jetzt gesessen, gleichgültig, unzufrieden. Nimm die Hoffnung zurück, mein Kind. Lache wieder, freue dich wieder. Ich habe meine Gedanken für dein Leben nicht geändert. Es ist immer noch dran. Vergesse die Vision, die ich dir gegeben habe, nicht. Oh, Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den Heiligen Geist, unser Helfer, unser Freund, unser Tröster, unser Beistand, unsere Lehrer. Der uns in die ganze Wahrheit führt. Diese wunderbare Person, der immer da war und immer da ist, der bei uns bleibt. Herr, danke. Redet jetzt zu den Herzen von Menschen. Ich bete für Wiederherstellung jetzt. Wiederherstellung. Wiederherstellung.
Wiederherstellung der Hoffnung, Wiederherstellung für deinen Dienst, für Gottes Plan für deinem Leben. Weißt du, es gibt eine andere, Wiederherstellung für deine Familie, gib es nicht auf. Wiederherstellung für deine Familie, es kommt. Wiederherstellung für deine Familie. Ich weiß, wir sind schon ein paar Minuten über Zeit, aber vielleicht machen wir alle ganz kurz die Augen zu. Lass der Herr zu dir reden. Er möchte einige von euch an bestimmten Dinge erinnern. Halleluja, an bestimmten Dinge erinnern. Weil die sind immer noch dran. Die sind immer noch dran. Ich kann euch besorgen, es macht Spaß. Es ist eine große Freude. Es ist eine große Freude. Es ist nicht immer einfach. Nein, es gibt auch Ärgernisse. Aber ich sage euch, es ist das Beste, was es überhaupt gibt, in Gottes Plan zu wandeln. Herr, ich danke dir für deine Pläne und Absichten. Du hast gesagt, wir sind dein Meisterstück in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die du im Voraus bereitet hast, damit wir in ihnen wandeln. Offenbare sie wieder neu, wieder neu, wieder neu. In Jesu Namen. Amen. Halleluja.